Es ist 14 Uhr, Sie schauen VolksTV und das kann nur eines heißen, es ist wieder Zeit für unsere Sendung Volksinteraktiv. Und wissen Sie, was heute ist? Heute ist nicht nur Faschingsbeginn und Martinstag, nein, Sie sehen es auch schon, ich habe es in der Hand, ich habe heute wieder Gäste, die Wildkugelkreiner, der Benny und der Olli, die sind heute bei mir im Studio, haben heute Vormittag schon ein Video bei VolksTV gedreht und darüber werden wir natürlich mit Ihnen plaudern. Und das ist immer noch nicht alles. Wir waren ja auch in Stuttgart am Cannstatter Volksfest, wie ich Ihnen ja schon berichtet habe. Und da gibt es auch Neues, was wir gedreht haben für Sie. Mein Name ist Lisa Maria Überbacher und ich freue mich, dass ich Sie durch den heutigen Dienstagnachmittag begleiten darf. Angekündigt habe ich sie schon und die CD habe ich auch schon hergezeigt. Die Wildkugelkreiner jetzt bei mir im Studio bei Volksinteraktiv. Schön, dass ihr da seid. Hallo Benny. Hallo Lisa. Und hallo Olli. Ihr habt heute Vormittag schon bei uns ein Video gedreht. Ganz kurz die Frage, wie war's? Es war sehr interessant, war anstrengend, aber er hat auch irrsinnig viel Spaß gemacht. Irrsinnig viel Spaß gemacht. Also darüber müssen wir dann später noch genau reden. Der Titel, den ihr gedreht habt, ein Musikant muss immer fröhlich sein, auch auf eurer CD oben, die ich ja schon hergezeigt habe und die gibt es heute bei uns zu gewinnen. Genau, also der Titel Ein Musikant muss immer fröhlich sein, der ist auch gleichzeitig der Albumstitel von unserer CD, die wir im Januar auch im Vertrieb veröffentlichen werden. Und eine Release-Veranstaltung dazu gab es jetzt schon am vergangenen Samstag im Rahmen eines bunten Abends. Ja. Und ja, wir sind sehr gespannt und freuen uns natürlich, heute hier sein zu dürfen und unser Album vorzustellen. Wir freuen uns auch, dass ihr da seid. Also im Jänner gibt es die CD zu kaufen und bei uns gibt es die heute schon zu gewinnen. Wie viele CDs verlosen wir denn? Wir verlosen 5 CDs. 5 CDs. Also da zahlt sich das Anrufen auf jeden Fall aus. Sie haben es gehört. 5 CDs von den Wildkugelkreiner gibt es heute zu gewinnen. Sie können natürlich gerne jetzt schon am Nachmittag bei uns anrufen. Die Telefonnummern, die sind dann wie immer während den Musiktiteln eingeblendet. Telefonnummern haben wir für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Montag ist ein Lurtag. Weil Montag ist ein Lurtag. Weil Dienstag ist ein Bruder. Am Mittwoch so ein Tag, wo ich keine Arbeit mag. Und am Donnerstag ein Schreck und Graus, so jetzt ist mir mal richtig aus. Am Freitag ist die Woche aus und am Samstag, da spielt die Musik aus. Und am Sonntag, da kehren wir ein, auf ein Bratwurst, Bier und Wein. Denn am 7. Tag, da sollst du ruhen und am besten gar nichts tun. Denn im Wirtshaus, ja das am Wirtshaus, jeder gibt eine Runde aus. Denn am 7. Tag, da sollst du ruhen und am besten gar nichts tun. Sind wir auch schon wieder bei Volksinteraktiv mit den Wildkugelkreinern. Einmal haben wir sie schon gesehen und jetzt werden wir euch ein bisschen besser vorstellen. Ich habe schon gesagt, Benny und Olli, von wo seid ihr denn heute angereist? Also wir sind gestern Abend schon angereist von Frankfurt am Main, also aus Bad Homburg sind wir. Das ist so um die 20 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Ja, und das Ganze haben wir gestern mal ausnahmsweise mit dem Flugzeug bewältigt, diese Strecke. Ausnahmsweise mit dem Flugzeug. Du hast ja schon gesagt, der Olli hat dich da ein bisschen beschützen müssen im Flugzeug. Genau, ich fühle mich wohler, wenn ich festen Boden unter den Füßen habe. Aber dafür ist es um einiges schneller gegangen mit dem Flugzeug. Ja, in der Stunde war alles vorbei. Und wir freuen uns, dass ihr euch beide getraut habt, ins Flugzeug zu steigen und jetzt da bei uns seid. Wir freuen uns auch sehr. Welche Art von Musik macht sie denn? Wir machen junge, fetzige Volksmusik. Mhm. Ja. Unsere Besetzung ist steirische Harmonika mit Akkordeon zusammen. Mhm. Teilweise auch Akkordeon-Gitarre, steirische Gitarre.
Ja. Mhm. Dieses Mal haben wir uns auch getraut, zwei schöne Balladen mit auf die CD draufzunehmen. Ja. Ein Coversong, der ganz besonders mir am Herzen gelegen hat, von Hubert von Geusern, der Titel Weit, weit weg, ja, war eigentlich schon immer ein Herzenswunsch von mir, den mal auf eine CD mit drauf zu machen. Und dieses Mal haben wir es endlich geschafft. Warum gerade der Titel? Weil du Hubert von Geusern Fan bist oder hast du eine besondere Beziehung zu dem Lied? Ich habe den Titel damals gehört, da war ich 14, 15 Jahre alt und seitdem, der Titel hat mich so fasziniert, seitdem ist das mein absolutes Lieblingslied geworden und aus diesem Grund jetzt auch mit auf der CD als Herzenswunsch sozusagen. Ihr habt auf der CD 14 Titel. Olli, gibt es einen Lieblingstitel von dir? Einen direkten Lieblingstitel eigentlich nicht. Also, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, einen direkten Lieblingstitel, ja. Also ist alles eigentlich... Also die fallen einfach... Nach unserem Geschmack. Also Titel. Und ihr habt jetzt schon gesagt, steirische Harmonika, Akkordeon, Gitarre. Wer spielt denn was? Also Gitarre spielen wir beide. Ich spiele die steirische und er spielt das Akkordeon. Okay, und singen tut sie auch beide? Jawohl. Und ihr habt flottere Titel auf der CD oben und auch Balladen, oder? So sieht's aus. Also für jeden Geschmack so ein bisschen was dabei. Ja. Wie ist denn eure Gruppe entstanden? Also wir hatten uns damals kennengelernt bei einer Castingreihe, wo wir eigentlich eher just for fun einfach mal hin sind. Ja, Superstar der Volksmusik war das. Und ja, im Laufe der Veranstaltung ist halt eine Freundschaft entstanden. Ja, er war mit seiner Gruppe damals da und es ist dann auch auseinandergegangen. Im gemeinsamen Skiurlaub haben wir dann abends zusammengesessen, haben musiziert und dann haben wir uns gedacht, lass uns sowas zusammen machen. Ja. Und so ist dann auch der Name zustande gekommen, am Wildkogel im Skiurlaub. Also sind praktisch zwei Leidenschaften von uns in dem Namen mit drin. Einmal die Oberkrainer Musik, wo wir damit auch mehr oder weniger angefangen haben, so covermäßig, und das Skifahren halt. Mhm. Also Wildkogelkrainer, zwei Leidenschaften da jetzt im, genau so ist im Namen verpackt. Praktisch entstanden. Wie lange ist dieser Skiurlaub jetzt her? Der ist knapp 7,5 Jahre. Knapp müsste jetzt halb Jahre her sein, ja. Und ich habe auch schon eure tollen Outfits bewundert, dass die so gut zusammenpassen. Die gibt es auch schon seit 7,5 Jahren, oder? Nein. Nee, da haben wir uns vor 1,5 Jahren neu eingekleidet in der Zillertaler Trachtenwelt. Und die Idee habt ihr einfach so gehabt in Rot? Ja. Und vor allem die Schuhe, ich finde es schade, dass man die jetzt nicht sieht. Die Schuhe, die finde ich besonders toll. Ja, die Schuhe, das ist so ein bisschen Highlight von uns geworden, so ein bisschen Markenzeichen. Ja, ja, da sind sie gerade eingeblendet, sehe ich. Ah, sind sie eingeblendet? Ja, super. Gott sei Dank. Ja, aber man muss noch dazu sagen, wirklich richtig begonnen hat es für uns Wildkogelkrainer, als wir 2010 im Musikantenstadl bei Andy Borg den Nachwuchs für Deutschland stellen durften. Ja. Mhm. Danach folgten zahlreiche Hitparadenplatzierungen, Airplay-Charts-Platzierungen in den Top 20 in Deutschland. Also seitdem ist es wirklich steil bergauf für uns gegangen. Also man kann sagen, ihr habt da schon einiges erreicht. Gibt es da noch etwas, wo ihr sagt, das wollt ihr unbedingt noch erreichen? Also in erster Linie machen wir Musik, weil uns die Musik einfach Freude gibt. Das wollen wir an die Menschen nach draußen tragen, wollen es auch so symbolisieren, dass es uns Freude macht, dass es nicht lästig ist oder dass wir da Millionäre damit werden wollen. Dem ist nicht so. Solange uns die Musik Spaß macht, freuen wir uns über jeden Erfolg, den wir zu verzeichnen haben. Allerdings, wenn der Erfolg mal wegbleiben sollte, machen wir trotzdem weiter Musi, weil es uns einfach Freude macht. Also der Spaß in der Musik, der steht da im Vordergrund bei euch? Auf jeden Fall. Spaß an der Musik steht im Vordergrund. Ich glaube, das wird man auch auf der CD von den Wildkogelkrainern hören. Wenn Sie die gewinnen möchten, Sie können natürlich nach wie vor bei uns hier bei Volks Interaktiv anrufen. Ihr habt jetzt schon einiges erzählt, was ihr schon erreicht habt. Was ist denn das bisherige Highlight in eurer Karriere?
Ja, das bisherige Highlight war mit Abstand, würde ich mal behaupten, der Musikantenstadel im Jahr 2010. Mhm. Ja, es ist einfach was ganz Besonderes, dort auftreten zu dürfen. Ja, wir waren nervös, also so kannte ich das bisher nicht. Ja, die Nervosität, der Pulsschlag war hier oben. An diesem Abend, wo wir dort auftreten durften, da hatte auch David Hasselhoff sein Comeback hier in Europa, mhm, in dieser Sendung. Ja. Und es war schon was ganz Besonderes für uns. Ja. Habt ihr den David Hasselhoff auch kennengelernt? Im Backstage, da sind wir ein paar Mal über den Weg gelaufen. Allerdings jetzt so groß zu sprechen oder so war, mhm, von Seiten der Aufregung gar keine Möglichkeit, von unserer Seite jetzt aus. Aber wie ist das mit der Aufregung, wenn ihr dann mal auf der Bühne seid, wenn ihr dann spielt, ist es dann weg, die Aufregung? Dann ist alles wie weggepustet, ja. Also eine gesunde Aufregung ist es, ja. Ein gesundes Lampenfieber, ja. Olli, bei dir auch das Highlight der Musikantenstadel, oder? Auf jeden Fall, ja. Wen habt ihr denn dort noch alles kennengelernt? Das waren zum einen die Lauser, mhm, dann, ja, wie Albano gesagt, Carisi. Albano Carisi, ja, Highlight absolut war halt David Hasselhoff, ja, mhm, die Kindheitserinnerung, sag ich mal, hat mir ja auch immer vom Fernseher gesessen und Knight Rider geguckt, ja, das war schon gigantisch. Super, aber du hast gesagt, ein Highlight steht bei euch noch an, jetzt im kommenden Jahr, oder? Richtig. 2015 starten wir mit einem befreundeten Schlagerduo ab dem Frühjahr die Tournee Unendlich Rambazamba. Ja. Es ist eine Tournee, die durch ganz Deutschland gehen wird. Ja. Die Termine, die bis jetzt stehen, werden bis zur nächsten Woche schon auf der Homepage von uns bekannt gegeben. Mhm. Ja. Wir können versprechen, dass es eine sehr abwechslungsreiche Tournee wird, gerade weil wir sie auch nicht alleine machen, sondern gemeinsam mit Sternenregen. Ja. Da trifft quasi schöner Schlager zum Träumen auf junge, fetzige Volksmusik. Mhm. Ja. Und da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Ja, und wenn der eine oder andere nichts vorhat, ja, schaut einfach mal auf unsere Homepage www.wildkogelkreiner.de und schaut, ob wir auch in eurer Nähe gastieren. Also www.wildkogelkreiner.de. Die Homepage ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Vieles haben wir jetzt schon gehört. Die Wildkogelkreiner haben wir schon vorgestellt. Die schönen Schuhe haben wir gesehen. Und natürlich kommen mir auch die Wildkogelkreiner nicht aus. Und in Kürze spiele ich mit ihnen Mein Spiel ist das wahr. Wer lacht und singt, ist besser dran. Das wissen wir doch schon lang. Drum freut man sich auf die Musik, auf ein erdig flotzen Klang. Dann klatschen bitte alle mit und auf wie mit die Hände. Wir fahren mit voller Power, da wackeln nicht nur die Wand. Die Musik ist ein Hammer. Jetzt zu einem Teil der Sendung, auf den freue ich mich ja immer ganz besonders. Und zwar ist das Spiel Ist das wahr? Und ihr habt jetzt noch überhaupt keine Ahnung, was auf euch zukommt, oder? Kein Plan. Kein Plan. Dann erkläre ich es euch ganz kurz. Und zwar, das Spiel heißt Ist das wahr? Und es ist so ein Ratequiz. Also ich stelle jetzt 5 Behauptungen auf und ihr müsst nach jeder Behauptung raten, ist das wahr oder ist das falsch? Okay. Und für jedes richtige Raten gibt es einen Punkt. Also insgesamt gibt es 5 Punkte zu erreichen. Und ihr müsst euch immer auf eine Antwort einigen. Gut. Soweit, so gut?
Alles verstanden. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Behauptung. Vielleicht kennt ihr euch in der griechischen Sage ein bisschen aus. Wir werden es gleich sehen. Ich behaupte jetzt, in der griechischen Sage heißen einäugige Riesen Zyklone. Ja, also ich habe schon mal gehört. Einäugige Riesen heißen Zyklone. Wir geben dir recht. Ihr gebt mir recht. Ja. Ist jetzt leider falsch. Falsch, Ich muss sagen, die Frage, weil die Behauptung, die war jetzt ein bisschen gemein, weil die heißen nicht Zyklone, die heißen Zyklopen. Ah. Ja. Und Zyklone sind tropische Wirbelstürme im Indischen Ozean. Ich wusste aber, dass ich mal irgendwas mit Zyklo diesbezüglich gehört hatte. Ja, also das war jetzt echt ein bisschen gemein von mir. Vielleicht geht es ja bei der nächsten Behauptung besser. Ich sage, der akademische Titel Magister, der kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Vernunft. Magister, Vernunft. Magister. Vielleicht habt ihr mal Latein gelernt? Halbes Jahr Französisch. Ja. Magister. Bitte durchs Mikro. Magister im Akademischen. Vernunft. Muss ich passen, also. Dann sage ich immer, es ist wahr. Sag, es ist wahr? Es ist wahr. Es ist falsch. Falsch. Es ist leider falsch. Es bedeutet nicht Vernunft, sondern Meister. Meister. Magister, okay. Heißt Meister. Ja, jetzt kommen wir zu etwas, das habe ich in Geschichte gelernt in der Schule. Vielleicht habt ihr das auch gelernt. Eine Legierung aus Kupfer und Blei nennt man Bronze. Kupfer und Blei, da kommt dann Bronze raus. Kupfer und Blei, vom Kupferfarbenen her könnte es durchaus sein. Kupfer und Blei. Wird zusammengemischt, kommt Bronze raus. Könnte sein, ja. Also, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt sag du mal, ich habe mich schon zweimal daneben gegriffen. Ist schon ein bisschen her, ich werde jetzt auf gut Glück einfach mal ja sagen. Also ihr einigt euch jetzt auf ja. Wenn er der sagt ja. Leider. Falsch. Leider wieder falsch. Ihr dürft mir nicht alles glauben. Und zwar ist das eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Und nicht aus Kupfer und Blei. Ah, gut. Ja, ich glaube, jetzt wird es nicht mehr vergessen. Nein. Vielleicht kennt ihr euch bei Enterprise aus. Enterprise. Ein bisschen. Bisschen? Ja. Wisst ihr, wie der Kommandant heißt? Der Captain? War das der Captain Kirk? Der Captain Kirk. Ja? Ja, aber es war jetzt noch keine Behauptung von mir. Ja. Es geht aber jetzt um Captain Kirk, nämlich James Kirk ist der Kommandant des Raumschiff Enterprise und sein zweiter Vorname ist Tiberius. Also James Tiberius Kirk. Nein. Jetzt glaubt sie mir nicht, nein. Oder? Vielleicht ist das jetzt aber genau richtig. Ich bleibe an nein. Schließt du dich an, Olli? Ich schließe mich mal an, ja. Ja, damit habt ihr jetzt noch die Chance auf einen Punkt. Er ist wirklich James Tiberius Kirk. Oje, oje. Aber einen Punkt, den müsst ihr mir jetzt bitte schon machen. Gut, da sehen aber die Zuschauer, der jetzt wirklich ungeprobt ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe euch jetzt wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Muss auch mal sein. Wisst ihr, was eine Eibe ist? Eine Eibe. So viel kann ich euch verraten, es ist ein Baum. Mhm. Und ich behaupte jetzt, die Eibe ist hochgiftig. Ich sag nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen, oder? Und bitte wieder durchs Mikro reden. Du sagst nein. Ich sag nein. Dann sag's. Nein. Das ist Premiere, glaube ich jetzt. Leider ist das auch nicht richtig. Oh.
Na, wir knacken jeden Rekord. Ihr knackt jeden Rekord? Ja. Als Trostpreis dürft ihr noch ein bisschen bei mir bleiben dann. Gerne. Also die Eibe ist hochgiftig. Es gibt auch ein Bild davon, das wir jetzt gleich sehen werden. Also ich finde, ausschauen tut sie ganz lecker. Also die Eibe ist giftig. Holzrindennadelsamen, die enthalten toxische Verbindungen und die greifen den Verdauungstrakt an. Also wenn ihr diesen Baum seht, am besten davon fernhalten. 14 Titel sind auf der CD der Wildkohlkrainer und einen gibt es bald auf VolksTV als Video zu sehen. Ihr habt heute ein Video gedreht. Zu welchem Titel denn? Zu dem Titelsong "Ein Musikant muss immer fröhlich sein". Ein Musikant muss immer fröhlich sein. Trifft das auf euch zu? Na klar. Na klar, immer fröhlich. Also wenn man auf der Bühne steht, dann kommt die Fröhlichkeit von selbst, sagen wir mal so. Da kann es einem privat oder hinter den Kulissen noch so kratzig gehen. Mhm. Ja. Wenn man auf der Bühne steht, hat die ersten paar Töne gespielt, dann ist alles wie weggeblasen. Mhm. Worum geht es in dem Titel darum, dass Musikanten fröhlich sind? Genau, also dass quasi... Ja, dass von Musikant erwartet wird, fröhlich zu sein. Ja, es ist ja auch bei Musikanten nicht ein Tag wie der andere. Ja, dass er das aber nicht so auf der Bühne zeigen darf oder nicht mehr zeigen muss, weil es ihm dann einfach besser geht. Ja, halt, weil die Musik ihm seine Erfüllung gibt. Ja. Also ein Stimmungstitel. Oder eher ein ruhigerer Titel? Es, man kann so sagen, teils, teils. Also im Refrain geht richtig die Post ab. Mhm. Ja? Und in den Versen, da ist es ein bisschen ruhiger. Also beides in einem Lied genau, verpackt. Genau, beides in einem Lied verpackt. Ja, auch spannend. Und spannend war ja auch der Dreh für euch. Ihr seid im Acker unterwegs gewesen. Ja, wir sind rumgefahren. Von daher, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, in welchen Ortschaften wir überall waren. Ja, wir sind den ganzen Morgen irgendwie nur gefahren, ja, angehalten, dann im Matsch gestanden. Also es war total, also langweilig war es nicht. Okay, also ein Video im Matsch und als Musikant muss man da auch fröhlich sein. Genau. Aber die Schuhe sind schön sauber geworden wieder. Ja, ja. Haben wir uns Mühe gegeben. Habt euch Mühe gegeben. Und wie hat dir der Dreh gefallen? Was sagst du? Wie war es im Matsch? Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Mehr kann ich da jetzt nicht sagen. Also es hat alles gepasst. Das Team war super, ja. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon, wenn der Titel dann fertig ist. Da müsst ihr fast noch mal kommen und Premiere machen. Bei Interaktiv. Machen wir sehr gerne. Ja, super. Zwei Fotos haben wir ja auch noch von euch. Und zwar eines mit den Alpenoberkrainern. Das, glaube ich, sehen wir jetzt gleich da. Jawohl. Das bist du, das habe ich fast nicht geglaubt. Ja. Olli. Wie lang ist denn das schon her? Das war 2008, glaube ich. Genau. Ja, 2008 ja. Auf dem Lechner Festival in Bischofshofen. Mhm. Ja, das. Ja, das seid ihr zusammen so aufgetreten, oder? Da waren wir nur als Zuschauer gewesen. Als Zuschauer. Ja. Und ja, einfach weil die Oberkrainer Musik uns auch schon immer begeistert hat. Ja, um das einfach mal diese Kulisse mitzubekommen. Da hat man ja das volle Aufgebot bekommen an dem ja, Morgen, Nachmittag, Abend. Das ging ja bis in die Nacht rein. Die Alpenoberkrainer, Quintett Juche, die Oberkrainer aus Begunje, also alle, die man quasi schon mal immer live sich anschauen wollte. Also Quintett Juche, ist da auch das nächste Bild entstanden am gleichen Abend? Weil da haben wir einen, der nicht unbekannt ist auf VolksTV, den genau, Sepp Mattelschweiger. Genau, der Sepp Mattelschweiger. Das ist auch an diesem Abend entstanden, dieses Foto, ja. Ah, okay, also auch 2008. Und ich glaube, der Sepp, der kann auch richtig gute Stimmung machen auf der Bühne, oder? Das ist gigantisch. Also ein Sepp mal auf dem Bariton live zu hören, das ist schon ein Phänomen. Ja, ja, ist wirklich ein Phänomen. Ich glaube, dass das ein Phänomen ist. Habt ihr ihn danach auch noch mal bei einem Konzert gesehen oder die Alpenoberkrainer? Leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Aber ich glaube, morgen ist er wieder auf Interaktiv, bei Interaktiv zu sehen, der Sepp.
Schauen wir mal rein. Als kleinen Fernsehtipp für euch. Gut. Also viele haben Sie auch schon kennengelernt, meine heutige Gruppe, die Wildkugelkreiner. Und was bei Ihnen in Zukunft noch alles ansteht, welche Auftritte und welche Projekte Sie noch haben, das erfahren wir in Kürze hier bei Volks Interaktiv. Gewiss, steirische mit viel Gein, das hat noch richtig Biss. Einmal habe ich sie noch bei mir, meine heutigen Gäste, die Wildkugelkreiner. Und zwei CDs haben wir schon verlost an die Hannelore und an die Rosemarie. Und ein Video haben sie heute auch gedreht, und zwar zu dem Titel Ein Musikant muss immer fröhlich sein. Und das ist auch der Titel, den Sie jetzt im Hintergrund hören. Aber bitte nicht nur auf die Musik hören, sondern auch auf das, was wir jetzt reden, weil jetzt wird es nochmal spannend. Ihr verratet mir, was bei euch in Zukunft noch alles ansteht. Ja, bei uns erstmal, also hauptsächlich unsere Konzentration richtet sich momentan nach der Tournee, die wir im Frühjahr starten. Ja. Und auch neben der Tournee haben wir auch noch weitere Live-Termine, die wir alle rechtzeitig immer auf den Homepages bekannt geben. Ja. Mhm. Natürlich steht dann auch die Bemusterung von dem aktuellen Album an Radio-Fernsehstationen. Ja. Da sind wir schon mal voller Spannung, was da alles so passieren wird. Und auf eurer Homepage, könnt ihr die nochmal wiederholen, da kann man dann die aktuellen Termine. Natürlich, das ist www.wildkugelkreiner.de. Und auf Facebook seid ihr natürlich auch vertreten, einfach unter Wildkugelkreiner, oder? Genau, die Wildkugelkreiner. Ja, wir freuen uns über jeden Like. Also gerne, gefällt mir drücken. Genau. Ich sage danke, dass ihr da wart. Lustig danke dir auch. Mit euch. Danke, Benni. Danke, Olli. Ich wünsche euch einen guten Heimflug. Passt auf euch auf und bis bald hoffentlich. Ich freue mich schon auf euer Video. Vielen Dank. Dankeschön. Das waren die Wildkugelkreiner bei Volks Interaktiv. Zwei CDs haben wir schon verlost. Drei weitere gibt es noch zu gewinnen. Also Sie können natürlich nach wie vor auch noch anrufen. Und die Sendung, die ist natürlich nicht zu Ende. Die dauert noch bis 16:45 circa. Also ich würde mich freuen, wenn Sie weiter dranbleiben. Jetzt sind sie weg, die Wildkohlkreiner, die heute bei mir im Studio waren. Aber ich bleibe Ihnen natürlich erhalten. Es gibt zwar jetzt eine kurze Pause, aber um 16 Uhr bin ich dann natürlich wieder für Sie da. Wie versprochen gibt es Neues vom Cannstatter Volksfest. Wir haben den Veranstalter, den Andreas Kroll, interviewt und auch eine Gruppe, die dürfte Ihnen auf jeden Fall ein Begriff sein. Ein kleiner Tipp, Herzilein. Die Wildecker Herzbuben, die haben wir am Cannstatter Volksfest interviewt. Also ich wünsche Ihnen eine schöne kurze Verschnaufpause und um 16 Uhr sehen wir uns dann wieder. Die waren heute schon bei mir, die Wildkugelkreiner. Ja, viel haben wir gehört. Sie haben erzählt, wie die Gruppe entstanden ist, dass sie schon beim Musikantenstadler aufgetreten sind zum Beispiel, was bei ihnen in Zukunft noch alles ansteht. Und ein Video haben sie natürlich auch gedreht auf VolksTV, was dann in Kürze bei uns im Programm sein wird. Was jetzt bei uns noch ansteht, ist, wir waren am Cannstatter Volksfest am Wasen in Stuttgart unterwegs, ist ja das zweitgrößte Bierfest nach dem Oktoberfest in München und waren dort auch sehr fleißig. Da haben wir für Sie vorbereitet Interview mit Andreas Kroll, Interview mit der Big Band Gablenberg und mit den zwei Herzlein, mit den Wildecker Herzbuben. Das und noch etwas mehr, etwas habe ich auch noch vorbereitet, das sind Sie heute noch bei Volks Interaktiv am Dienstagnachmittag. Ich habe
einen Heli-Heli-Heli-Helikopter. Ich habe einen Heli-Heli-Heli-Heli-Hey. Damit flieg ich über Berge, damit flieg ich übers Meer. Ja, ich flieg so gerne mit dem Hubschrauber. Ich habe einen Heli-Heli-Heli-Helikopter. Ich habe einen Heli-Heli-Heli-Heli-Hey. Du brauchst keine Angst zu haben, als Pilot bin ich der Hit. Komm und flieg in meinem Helikopter mit. Ein Helikopter, der steht vor meiner Tür. Und wenn du ihn mal sehen willst, dann flieg ich schnell zu dir. Du hörst ihn schon von Weitem, er macht einen Riesenkrach. Das ist mein Helikopter, schau doch mal am Himmel nach. Eine Hand nach oben und die Hände ab. Ich hab nen Heli, 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 Helikopter. Ich hab nen Heli, 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 Heli. Wie versprochen, es gibt Neues vom Cannstatter Volksfest, vom Cannstatter Wasen in Stuttgart, wo wir mit VolksTV unterwegs waren. Unter anderem haben wir dort den Andreas Kroll interviewt. Und was die Aufgabe von diesem Herrn ist, das sehen Sie jetzt gleich. Wir stehen jetzt hier am Cannstatter Volksfest vor der Fruchtsäule und ich habe jetzt den Herrn Andreas Kroll, den Geschäftsführer, bei mir. Herr Kroll, was erwartet denn die Besucher am Cannstatter Volksfest? Ja, das Schöne ist am Cannstatter Volksfest wirklich, dass für Jung und Alt was dabei ist, dass für die ganze Familie was dabei ist. Also jeder findet hier was. Wir haben wunderschöne Festzelte, wir haben einen Festplatz, der tatsächlich auch die Fahrbetriebe, die Schaustellebetriebe mit den Festzelten gemeinsam erscheinen lässt. Also die Wege sind kurz. Wir haben wunderschönes Wetter natürlich auch noch dazu, das passt. Wir haben traditionelle Gespanne und wir haben einen insgesamt sehr lebhaften Platz und tollen Besucher. Wie groß ist denn das ganze Festgelände? Das Festgelände insgesamt sind 22 Hektar. Wir haben dieses Jahr die Besonderheit, dass wir das landwirtschaftliche Hauptfest, das wir nur jede 4 Jahre haben, auch nochmal zusätzliche 13 Hektar, also alles in allem 35 Hektar groß und somit genügend Platz für alles. Was ist Ihre persönliche Empfehlung? Was muss man am Wasen gemacht haben? Also Riesenrad muss man auf jeden Fall gefahren sein, damit man mal einen schönen Überblick sich verschafft. Und dann kommt es darauf an, auf den eigenen Geschmack. Der eine ist gerne in der Geisterbahn, der andere ist gerne in der Wildwasserbahn. Die Dritten sind gerne mit den Kindern, natürlich im Kinderkarussell. Und ganz wichtig ist natürlich auch ein Hähnchen und eine Maß Bier im Festzelt. Also da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei, oder? Absolut. Also jeder kann wirklich nach seinem eigenen Geschmack sich auch ein bisschen raussuchen, wo er gerne sich wohlfühlt. Wir haben auch viele Freibereiche, wir haben viele Biergärten noch zusätzlich zu den Festzelten, sodass wir auch das schöne Wetter mit ausnutzen können. Wie lange dauert denn die ganze Organisation vom Wasen? Also eigentlich geht es bereits jetzt wieder los für das nächste Jahr. Aber so richtig los geht es dann mit den Aufbauten. Bereits 10 Wochen vor Beginn fangen die großen Festzelte an mit Aufbauen. Wir haben enorm viel Zimmerarbeiten. Wir haben Zimmerleute aus Österreich da. Wir haben tatsächlich dadurch einen recht großen Vorlauf, weil die Zelte sehr aufwendig gebaut werden, mit viel Holzarbeiten sehr liebevoll gestaltet werden. Am Wasen wird ja wirklich tagelang gefeiert und Spaß gehabt. Wie viel Lust hat man denn da selber noch mit zu feiern? Ja, immer. Also das gehört natürlich dazu, aber erstmal muss gearbeitet werden und wenn dann die Chance da ist, dass man abends noch 1-2 Stunden gemeinsam mit Freunden feiern kann, dann kann man das auch noch wahrnehmen. Also zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? In der Tat. Also es ist ja natürlich wichtig, dass die Besucher sich wohlfühlen, dass alles sicher ist, dass alles sauber ist, dass alles gut organisiert ist. Und wenn das alles in sauberen Bahnen ist, und dann gibt es auch noch Mitarbeiter, die einen dann auch vertreten können, dann kann man auch ein bisschen feiern. Dann noch viel Spaß beim Feiern und beim Arbeiten und Dankeschön für das Interview. Ja, Dankeschön auch und auch vielleicht ein bisschen Spaß für Sie. Natürlich. Jetzt haben wir von Andreas Kroll unter anderem gehört, was zum Cannstatter Volksfest dazugehört. Also ein Maß Bier und ein Händel sollte man essen. Was natürlich auch dazu gehört, ein Besuch in den Festzelten, wo verschiedene Gruppen spielen. Da haben wir uns auch ein paar Gruppen geschnappt. Unter anderem die Big Band Gablenberg. Und was wir mit denen gesprochen haben, das sehen Sie jetzt. Ein Wahnsinn, was wir da alles am Cannstatter Volksfest erlebt haben. Interviews mit Andreas Kroll und der Big Band Gablenberg. Die haben Sie schon gesehen und jetzt kommen wir zu einer Gruppe. Also die dürfte wirklich
fast jedem ein Begriff sein. Und zwar sind es die zwei Herzileins, die Wildecker Herzbuben. Die sind auch am Cannstatter Volksfest aufgetreten. Und die haben wir uns gleich geschnappt und sie unter anderem gefragt, wie es ihnen denn da gefällt. Jetzt bei mir habe ich den Wolfgang und den Wilfried von den Wildecker Herzbuben. Die sind gerade aufgetreten. Was sagt ihr, wie ist das Publikum am Wasen? Naja, die Leute, die wollen feiern und da genügt ja ein Fingerschnipsen und schon sind die gut drauf. Also optimal, besser kann es für einen Unterhaltungskünstler nicht sein. Ihr habt ja schon einiges erreicht in der Musikszene. Also ich habe aufgeschrieben, die goldene Stimmgabel habt ihr bekommen, Gold- und Platin-Schallplatten und noch einiges mehr. Gibt es noch ein Ziel, das ihr unbedingt erreichen wollt? Ach, ich möchte gerne haben... Ich wäre so gerne Millionär. Ach so, prominent. Nein, so eine goldene Rentnerbescheinigung, das wäre doch mal was. Ja, dann, ich bin ja längst Rentner, bin 68 Jahre alt, aber das kann man nur vergolden. Deshalb wäre eine goldene Rentnerbescheinigung wäre gut. Aber ich glaube, das Schönste, was uns eigentlich noch, was uns passieren kann, dass wir so lange wie möglich Musik machen. Weil es ist immer wieder schön, obwohl es anstrengend ist, gerade wenn so eine Wärme im Zelt ist und die Lautstärke. Aber es macht immer wieder Spaß, die Leute in Stimmung zu bringen. Und natürlich, das Publikum ist einfach super. Man merkt auch, dass ihr es gern macht. Woher nehmt ihr denn immer die gute Laune? Ach, die kommt automatisch bei der Musik. Es ist ja schon, um anschließend an das, was Wolfgang gesagt hat, ist ja nicht, wir machen unser Ding für uns, das Publikum agiert für sich. Ist ja nicht. Es ist ja immer eine Interaktion. Wir arbeiten ja zusammen, Publikum und die Musiker. Und dieses Gespräch oder dieses Zusammenarbeiten, das macht das Ganze schön und interessant. Und darauf wollen wir nie verzichten. Jetzt auch ein Kochbuch rausgegeben. Was ist denn euer Lieblingsrezept? Aus diesem Kochbuch? Lapskaus. Ja, das muss man verstehen. Lapskaus. Was ist das? Es ist halt ein nordisches Gericht, so wie das ganze Kochbuch auf den Norden ausgerichtet ist, nordische Rezepte. Lapskaus hat immer so einen schlechten Ruf, weil man sagt immer, alle Küchenabfälle kommen da rein, ist aber nicht. Also das richtige Rezept ist schieres, gespritztes Rindfleisch, dazu Brühe und so weiter. Die Kartoffeln werden untergemengt. Ne? Wenn man das Ganze auf dem Teller liegen hat, sieht es dann aus wie ein rosa Kuhfladen. Aber schmecken tut es perfekt. Schmecken tut es perfekt. Was ist dein Lieblingsrezept? Aus unserem Kochbuch, da gibt es Kasseler mit Sauerkraut und Erbsenpüree. Habe ich also auch selber schon nachgekocht. Es ist einfach fantastisch. Ich habe richtig Hunger, wenn ihr davon erzählt. Ihr seid ja schon lange im Musikgeschäft unterwegs. Welche Tipps könnt ihr den Neulingen geben, die neu in die Musikbranche einsteigen? Ja, immer voller Energie sein, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und wenn man viel arbeitet und es kommt dann noch so das kleine Quäntchen Glück dazu, dann kann man es schaffen. Denn es nützt alle Qualität, nützt nichts, wenn man nicht auch ein bisschen Glück hat. Schließt du dich dem an? Genau so ist es. Also, ja, aber an erster Stelle steht wirklich das Arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und natürlich viel Glück muss man auch haben. Wenn man durch die Arbeit eine Qualität erreicht und was Besonderes erreicht, man auf dich aufmerksam und dann kannst du eben auch das Glück haben, wenn es gerade der Richtige hört. Ich sage Dankeschön für das Interview, wünsche euch noch viel Spaß am Wasen. Ja, Dankeschön. Dankeschön euch auch. Der 11.11., was sagt Ihnen dieses Datum? Ja, das ist das heutige Datum und das bedeutet nicht nur, dass Martinstag ist, dass es bald wieder Martini-Ganzel gibt für die Feinschmecker unter uns. Nein, am 11.11., da startet auch der Fasching. Ja, Faschingsstimmung ist jetzt auch schon ein bisschen im Volksinteraktivstudio, wie Sie auf meinen Bildschirmen schon sehen. Ja, aber ich habe mich gefragt, 11.11., warum startet da der Fasching, wenn es eigentlich erst in 2 Monaten so richtig losgeht? Also am 7. Jänner
ist ja der offizielle Faschingsbeginn. Das ist ein Tag nach dem Dreikönigstag und da geht auch die Weihnachtszeit offiziell zu Ende. Und am 6. Jänner ist auch der letzte Tag dieser Rauhnächte und am 7. Da wird dann nochmal ordentlich gefeiert. Ja, die Faschingsgilden und Faschingsvereine, die haben vom 11.11. bis zum 7. Jänner schon fast 2 Monate jetzt Zeit, um ihr Programm vorzubereiten, um sich Verkleidungen zu überlegen und so weiter. Und warum jetzt 11.11. als Faschingsbeginn? Dazu gibt es mehrere Theorien. Und zwar ist die Zahl 11 ist die traditionelle Zahl der Narren und das schon seit dem Mittelalter. Und die Narren, die passen ja relativ gut zum Fasching. Also 11, die närrische Zahl. Und auch in der Religion hat die 11 eine besondere Bedeutung. Nämlich wird die 11 hier als Zahl der Maßlosigkeit, der Sünde und als teuflische Zahl gesehen. Und im Fasching, wenn wir uns ehrlich sind, da geht es ja auch sehr ausgelassen, närrisch und nicht gerade christlich zu. In der Kirche steht die Zahl sie wird auch in Verbindung mit den 10 Geboten und den 12 Aposteln gebracht, weil sie eben genau in der Mitte ist. Also eine Zahl höher als die 10 Gebote und eine Zahl niedriger als die 12 Apostel. Ja, so könnte man sich das herleiten, dass es am 11.11. genau um 11.11 Uhr mit der Faschingszeit losgeht, obwohl wir erst am 7. Jänner dann wirklich unsere Verkleidungen rausholen. Interessant ist auch, die Tradition des Faschings, die geht sogar schon bis in die vorchristliche Zeit zurück und der Fasching ist damals zu Ehren des Gottes Saturn gefeiert worden. Ja, heute ist der Fasching der Inbegriff für eine ausgelassene Zeit ohne Regeln. Da kann man sich noch mal richtig austoben, bevor das große Fasten dann beginnt. Ja, also ich wünsche da allen Faschingsgilden, die heute mit ihren Planungen für die Faschingssitzungen und Planungen für Verkleidungen starten, viel Erfolg. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den 7. Jänner. Servus, Piet Gott und auf Wiedersehen. Die Volksbox, Volksinteraktiv ist jetzt leider schon aus. Die Wildkugelkreiner, die waren heute bei mir zu Gast, haben auch noch eine CD dagelassen, beziehungsweise 3 CDs können wir noch verlosen am Abend bei der Volksbox. Also da können Sie natürlich gern wieder Ihr Glück probieren. Dann haben wir gesehen neue Beiträge vom Cannstatter Volksfest, vom Wasen. Und heute ist der 11.11., der Martinstag und Faschingsbeginn. Da habe ich Ihnen gesagt, was es damit auf sich hat, dass am 11.11. der Fasching losgeht, obwohl er am 7. Jänner erst so richtig gefeiert wird. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und freue mich natürlich, wenn Sie auch um 20 Uhr wieder einschalten, wenn wir wieder Ihre persönlichen Musikwünsche erfüllen. Tschüss!